Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian. In der letzten Episode haben wir komische Ritter besiegt, die von den Toten auferstanden sind. Steinritter, die lebendig wurden durch irgendeine Art von Magie, die scheinbar auch Einfluss hat auf unseren Gefährten Trico. Denn ich denke mal, das wird alles die gleiche Magie sein. Wow. Die auch ihn irgendwie wahnsinnig macht. Wow, und er ist ganz aufgewühlt. Deswegen sollen wir ihn jetzt irgendwie beruhigen. Das hat zumindest die Stimme gesagt. Aber keine Ahnung, wie ich ihn beruhigen soll. Ach, streicheln kann ich ihn. Ah, Trico, ruhig. Ich streichel dich doch. Alles ist gut. Streicheln. Ganz weich. Ja. Mag er. Ja. Oh, ich möchte auf ihm schlafen. Er ist bestimmt ganz weich und warm. Ja, komm, wir streichen hier auch noch mal ein bisschen. Ja. So, ich will da noch rauf. Streicheln hier auch noch mal. Streicheln, komm. Ja. So, genug gestreichelt. Oh, und hier geht's direkt weiter. Das ist ja praktisch. Oder zumindest ist hier irgendeine Empore. Vielleicht ist das ja hier der Weg, wo es weitergeht. Mal schauen. Vielleicht sind hier irgendwelche Fässer. Ich habe schon länger keine Fässer mehr gefunden. Man muss echt genau aufpassen, ne, wo der Weg lang geht. Ich habe mich ja unten eigentlich schon umgesehen. Da war eigentlich nichts mehr zu finden. Mal an. Wo guckt der Junge denn hin? Schauen wir mal. Er guckt da rüber. Oder guckt er auf Trico? Ich weiß es nicht. Das ist ja der normale Gang unten. Und auf den Balken schafft er es bestimmt nicht, oder? Komme ich da auf den Balken? Das sieht sehr weit weg aus. Nee, das schafft er niemals. Er ist nicht Nathan Drake. Hm. Trico kommt da auch nicht durch. Was passiert, wenn ich ihn rufe? Ich wette, wenn ich hier runter, wenn ich darüber springe, dann falle ich. Guck mal an. Er steckt den Kopf durch. Aber er kommt nicht weiter. Okay, das bringt mir aber nichts. Ich müsste da hinten hoch, an die Kette. Stoßen. Okay, das bringt mir gar nichts. Stoßen. Das ist eine Steinwand. Was will ich da groß stoßen? Ich versuche mal darüber zu springen. Das wird eh nicht klappen. Doch, es klappt. Das sah viel weiter aus. Den Sprung schafft er dann auf einmal wieder. Ja, vorsichtig. Ich weiß immer noch nicht, wie wir Trico dann hierher holen wollen. Aber erstmal weiterkommen. Vielleicht finden wir hinten noch ein Fass und er erlangt dadurch neue Kräfte, die er dann, mit denen er dann die Wand durchbrechen kann. Das kann ja alles sein. Ich weiß immer noch nicht genau, wofür die Fässer da sind. Ich vermute einfach mal, dass er dadurch Kraft gewinnt. Wow. Oh, da geht's raus. Weil die Fässer sind ja auch mit irgendwas gefüllt. Die leuchten ja auch so blau. Das sieht so aus, als wären das die gleiche Magie, die ihn auch irgendwie steuert. Also, die irgendwie überall in diesem Land ist, die ihn verrückt macht, aber die wahrscheinlich auch seine guten Kräfte hervorruft. So, wir sind wieder am Tageslicht. Das ist doch schon mal etwas. Da, Schmetterlinge. Schmetterlinge sind doch immer bei den Fässern.
Ist das ein Zeichen dafür, dass hier ein Fass in der Nähe ist? Oder sind die einfach nur so hier? Mal gucken, ob er irgendwo hinguckt. Nee, er starrt stur in die Gegend. Ich habe mir nämlich jetzt angewöhnt, immer mal ein bisschen darauf zu achten, was der Hauptcharakter und was auch Trico macht. Denn ich glaube, dass die Gestik und Mimik von denen viel zu bedeuten hat. Dass die Entwickler sich was dabei gedacht haben. Denn ich glaube, dass das Spiel schon ist. Also ich glaube nicht, dass wir noch groß irgendwelche Elemente dazu bekommen. Außer, dass Trico vielleicht irgendwann nochmal neue Fähigkeiten bekommt. Vielleicht noch was anderes als seinen Blitzschwanz. Aber ansonsten, glaube ich, war es das, was Spielelemente angeht. Aber hier sind blaue Schmetterlinge. Vielleicht ist es doch einfach nur Zufall, dass hier blaue Schmetterlinge sind. Oder ist es irgendwo noch ein Fass versteckt? Ich möchte mich hier ein bisschen umgucken. Ist hier vielleicht irgendwo eine kleine Spalte oder sonst irgendwas, wo ich reinkriechen kann? Irgendwas, wo ich draufklettern kann? Schaut mal an, da habe ich doch irgendwas gesehen. Ach nee, da komme ich ja her. Vielleicht hier irgendwo hinter. Nee, da ist überall nichts. Okay, dann scheint das einfach nur Zufall zu sein mit den blauen Schmetterlingen. Ich habe gedacht, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Hätte ja sein können, dass es jetzt kein Zufall ist, sondern dass die Entwickler sich was dabei gedacht haben. So, da unten ist der gute Trico. Wenn ich jetzt da runterspringe, habe ich aber überhaupt nichts gewonnen. Dann bin ich nämlich wieder auf der Brücke. Ich rufe ihn mal. Kommt er jetzt zu mir? Ja, er kommt. Ja, fein! Oh Gott. Ja, fein. Sehr cool. Es ist schon irgendwie cool, so ein Haustier zu haben. Auch wenn die Futtermittel wahrscheinlich ziemlich teuer sein werden. Naja, solange... Wow! Solange er nur Fässer frisst. Ah, wartet mal, vielleicht kann ich jetzt... Ergeben sich jetzt hier mir ganz andere Möglichkeiten. Wo er jetzt hier ist, kann ich bestimmt über ihn irgendwo draufklettern. Trico, was machst du? Okay, Trico guckt auf jeden Fall nach hier links. Vielleicht kann ich da hoch. Das sieht so ein bisschen aus. Jetzt könnte man dort hochklettern. Hm. Ich hole ihn mal hierher. Mal gucken, ob das geht. Er guckt aber überall hoch gerade im Moment. Ja, da werde ich nicht hochkommen. Was hat er jetzt? Was hat er jetzt entdeckt? Ah! Das ist wieder so eine Scheibe. Gucken, kann ich das kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Ich habe ja meine Scheibe nicht. Verdammt. Hm. Ich rufe ihn nochmal hier zu mir. Er kommt. So, wollen wir mal schauen. Jetzt, er geht aber wieder zurück. Das will ich eigentlich nicht. Aber vielleicht bringt er mich irgendwo anders hin, wo es interessant ist. Mal schauen. Hier könnte man auch vielleicht hinklettern. Wow! Okay. Oder so. Wow! Oha! Oh, da oben leuchtet irgendwas. Trico, lass mich mal da hoch. Nein, nicht da runter. Nicht da rein. Nicht da rein. Trico. Er will sich da reinstopfen. Ich möchte aber da hoch.
Rico, komm mal raus da jetzt. Okay, er scheint da nicht von abzubringen zu sein. Ich schaue mich erstmal hier um kurz. Dann gehe ich auch mal da drin gucken, was da los ist. Da leuchtet es nämlich auch blau. So, schauen wir mal hier um die Ecke. Prädestiniert für ein weiteres Geheimnis, aber hier ist einfach nichts. Oder kann ich hier hoch? Aber wie gesagt, er ist nicht Nathan Drake, oder? Er kann sich hier nicht an so einer Felsspalte festklammern. Okay, hier scheint nichts zu sein. Schade eigentlich, dass das Erkunden hier so wenig belohnt wird. Oder ich müsste noch viel, viel weiter erkunden, dass das noch nicht reicht. Und dass ich die wirklichen Geheimnisse dann noch nicht entdecke. Ah, okay, wir schauen mal, was er da drin wieder anstellt. Oh, das scheint lecker zu sein. Seltsamer Duft. Ja, das ist dieses Zeug hier. Alter, der Junge ist stark. Oder? Das ist wirklich gut gelagert. Seht ihr, er ist hier besessen davon, von diesem Duft. So, das hat uns jetzt aber nicht viel gebracht, oder? Das scheint ein Rätsel zu sein. Genau. Jetzt ist wahrscheinlich nämlich der Duft verschwunden, weil der noch abziehen kann. Jetzt kann ich vielleicht... Ah, ich hätte, glaube ich, schneller sein müssen. Bevor er den Kopf reinsteckt, muss ich dann wahrscheinlich oben rein. Hat es geklappt? Nein. Verdammt. Ich schieb's nochmal zurück. Und meine Idee ist, auf ihn drauf zu springen und dann nach oben drauf zu kommen. In dem Moment, wenn Trico seinen Kopf rauszieht. Ich denke nämlich, dass er den Duft dann aus der Nase verliert, beziehungsweise dass er dann so die Position wechseln will und dass ich dann schnell rüber muss. Oh, dieses Geklettere. Und jetzt schnell da oben drauf. Aber er hat die ganze Zeit den Kopf unten. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Bringt mir das irgendwas, wenn ich da hochkomme? Es dampft auf jeden Fall da oben. Komm schon, Junge, du schaffst das. Ich brauche Tricos Kopf, um da hochzukommen, aber er richtet sich nicht auf. Ich probiere es nochmal. Ich zieh's mal in die Mitte. Mann, der Junge klettert nicht. Jetzt ist der Kopf nach oben. Komm, schnell. Schnell. Schnell, sag ich. Oh, er ist viel zu langsam. Er ist viel zu langsam. Oh. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Rätsels Lösung ist. Aber wenn ja, dann ist es wieder mal sehr frustrierend. Ah, hier kann er sich festhalten. Ah, Efeu. Efeu kann er greifen. Dann war das das Rätsels Lösung. Ich musste gar nicht schnell sein, ich musste nur den richtigen Weg haben. Okay, hier auf dem Efeu scheint er laufen zu können. So, und jetzt... Ah, wo komme ich jetzt hier raus? Ich bin auf jeden Fall in dem Raum. Ah, ich kann den Kessel jetzt verschließen. Autsch. Hey, stoßen, habe ich gesagt. So. Aber kann er das nicht vielleicht essen?
vielleicht ist das voll lecker. Kann ich das nicht irgendwie umstoßen? Trico ist auf jeden Fall immer noch begeistert davon. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Schade, ich dachte, das wäre sowas wie ein Riesenfass, was er dann essen kann. Ich streiche ihn noch mal ein bisschen. So, ganz brav. So, wo geht's hin, Trico? Du bist der Chef. Er scheint nirgendwo hin zu wollen. Das ist immer die Sache, ne? Wo geht der Weg lang? Gucken, ob wir irgendeinen Hinweis bekommen durch die Charaktere. Der Junge guckt nirgendwo hin. Wenn ich das Ding jetzt irgendwo hinfahre, das bringt mir ja gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich damit noch irgendwas machen kann. Von hier sind wir gekommen. Da geht es bestimmt auch nicht zurück. Vielleicht hier? Nee, da ist eigentlich auch nichts, ne? Wo er rüberspringen könnte oder so. Ach, guck mal, er spielt im Wasser. Ah, er will er da hoch? Er will immer noch da hoch, ne? In den Tempel. Aber das ist so weit weg. Mit diesen kleinen Flügeln wird er doch niemals fliegen können. Komm, Trico, du hast doch bestimmt eine Idee. Lass uns mal irgendwo hinspringen. Da über das Dach zum Beispiel. Ey, das schafft er auch nicht. Ich muss selber den Weg finden. Hier drin war nichts mehr, glaube ich. Kann ich das nicht irgendwie auskippen? Obwohl, dann wird er bestimmt verrückt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier war ja auch kein Weg mehr. Moment mal, hier ist Efeu. Kann ich da auch dran hochklettern? Bringt mir aber nichts. Er guckt da an die Wand. Aber er guckt öfter mal irgendwie gegen die Wand. Wow, das war knapp. Hier geht's nicht weiter. Hier ist auch kein Efeu oder so, wo ich dran hochklettern. Wow. Wo ich dran hochklettern könnte. Wo ist Trico hin? Oh. Ach, geil. Okay. Oh Gott! Oh Gott, das war knapp. Du sollst einfach nur den Schwanz greifen. Danke. So. Ah, hier geht's weiter. Danke, Trico. Muss ich nur noch darüber.
Komm, Trico, wir suchen mal ein neues Fass für dich. Oh, ouch. Aua. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo ein Fass? Er hat schon lange nichts mehr zu fressen gehabt. Gott, die Kamera. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich genau bin. Hier hochklettern. Jetzt ist auch noch sein Kopf im Weg. Sehe ich gar nichts mehr. Ah, danke. Ah, und ein neues Areal. Gucken, ob Trico uns nachkommt. Sieht nicht so stabil aus, die Wand. Aber, liebe Leute, das erfahren wir in der nächsten Episode. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Hier bei The Last Guardian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.